geht ab, YouTube, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Vanishing of Ethan Carter. So, und wir sind an der Stelle, wo wir zuletzt aufgehört haben zum Spielen. Und ja, ich hoffe, irgendwer kann mir dann immer noch weiterhelfen, was das mit der Granate auf sich hat. Und ich würde sagen, ja, wir machen einfach weiter. Wir werden hier im Einzelnen jetzt erstmal, denke ich mal, die Häuser untersuchen. Mal gucken, was wir Schönes finden. Los geht's. Sieht heftig aus. Da hat's wohl gebrannt, ja? Ist das das Vanderbrew-Haus? Erstmal nach da unten. Nix. Sieht echt so gewaltig aus. Gibt's denn da hinten? Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon hin will. Vielleicht sollten wir erst die Häuser durchsuchen. I've stepped through too many portals. Been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Was ist das? Ich denke, wir werden uns erst die Häuser anschauen. Bevor wir der Geschichte vielleicht irgendwas vorwegnehmen. Ich weiß zwar, es ist Open World, doch ich würde gern versuchen, die Geschichte, die hier erzählt wird in dem Spiel, doch schon irgendwie chronologisch aneinander zu reihen, dass es irgendwie einen Sinn ergibt und nichts irgendwie vorwegnehmen. Wir fangen mal an und gucken uns das Haus an. Ja, das machen wir mal. Ja, das sieht aus wie ein Hundenapf mit irgendwas Vergammeltem drin. Gehen hier einmal drum rum. Falle ich runter, okay. Schauen wir mal auf dieser Seite. Hier geht es aber auch nicht weiter.
Gut, dann gehen wir da mal rein. Das wird wahrscheinlich die Familie von Ethan sein. Ethan, der Grandpa, sein Bruder, Mutter, Vater und der ganz rechts, keine Ahnung. Vielleicht ein Onkel oder sowas. Auf der Rückseite steht auch noch was. So, der Tag, an dem dieses Foto gemacht wurde. Onkel Chet war gemein, Papa war traurig, Mama war wütend, Travis war laut und Opa war ruhig. Onkel Chet, ja, das wird der Onkel geben, ja genau. Zurücklegen. Okay. Schauen wir mal weiter. Wieder nach draußen. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. Okay. Also die Eltern denken, Ethan hätte irgendwas erweckt. Es ist ziemlich dunkel hier. Hört ihr das? Als ob oben einer langläuft. Gehe ich schon nach oben? Ne, ich gehe noch nicht nach oben. Ich gucke erst hier unten weiter. Da geht's nicht weiter. You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Hmm. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Okay. Also ist das hier nicht das Vandegrift Haus, sondern ist das Haus der Carters? From the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Der Schläfer also. Ist sonst irgendwas zu finden? Nee, ich glaube nicht, oder? Da geht's nur runter. Hier geht's nicht weiter. Ist das eine Tür? Ja, das ist nur ein Schrank, oder? Ja, ein Schrank ist das. Da waren wir schon. Gehen wir hier mal nach oben. Talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know
is if it's real or not. Wer oder was ist der Sleeper? Vermutlich das, was die Leute hier verrückt werden lässt oder weiß der Geier. Und angeblich hat Ethan den erweckt oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Gehen wir mal hier rein. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Wieso leuchtet das dann? Das ist wahrscheinlich nur ein Lichtanfall, oder? Ja. To help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Die Musik ist der Hammer, oder? Noch ein höher. Das ist irgendwie der Dachboden. Und da oben geht's noch einmal ein höher. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Tja, was immer die Carters auch heimsuchte. Die machen Ethan dafür verantwortlich und der ist natürlich traurig. Sagt, er war es nicht, beziehungsweise er wollte nicht, dass das alles passiert. Ja, keine Ahnung, was ist da genau passiert? Was ist das für ein Zeichen? Boah, ist das still. Gehen wir mal wieder runter. Gibt sonst auch nichts zu sehen hier drinnen, ne? So. Was machen wir nun? Schauen wir uns hier mal ein bisschen weiter um.
Schauen wir nachher mal, ob wir in das Haus auch reinkommen. Gucken, was hier noch so ist. Hier runter. Oh, was haben wir hier? Sieht aus wie ein Seilzug oder Flaschenzug. Nee, ein Aufzug. Kann ich den benutzen? Nee. Der war ganz schön tief runter, oder? Ja, den kann man bestimmt im Laufe des Spiels irgendwie aktivieren. Tja, alles sehr mysteriös. Hier geht's nicht weiter. Na, hier oben kann man das Ding sehen. Kann man bestimmt irgendwie in Betrieb nehmen. So gut, aber bevor wir da reingehen, denke ich, machen wir hier jetzt einen kleinen Cut. Und ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ja, wir lassen uns noch ein bisschen hier die Sicht wirken. Und ja, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Denkt dran, das Gewinnspiel läuft. Nehmt da fleißig dran teil. Und noch ein kleiner Hinweis am Rande. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich bin Partner von gameladen.com. Wenn ihr günstige Game Keys haben wollt oder so, ja, Link ist in der Videobeschreibung. Über diesen Link kommt ihr auf die Seite und könnt dort selbst auf runtergesetzte und vergünstigte Produkte nochmal über mich ein paar Prozente erhaschen und das Spiel noch einen Ticken günstiger bekommen. Und dann würde ich mich mit diesem Wort von euch verabschieden. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge.
vom Let's Play The Vanishing of Ethan Carter. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.